Das Urheberrecht ist ein Knotenpunkt in der bürgerlichen Gesellschaft, in dem zahllose Enden miteinander verknüpft sind. Das ist also Kultur und Kapital, Geld und Geist, Freiheit und Zwang oder auch Tradition und Wandel, die fließen alle mit in dieses Urheberrecht, in dieses geistige Eigentum mit ein. Diese ganzen Streitigkeiten, die wir haben, umsonst Mentalität, kostenlos Kultur, es geht da in erster Linie darum, wie wird der mögliche Ertrag, der sich aus diesen geistigen Leistungen ergibt, verteilt. Es wird zwar immer wieder bestritten, weil man da eben sagt, man muss die Künstler fördern oder sonstige Sachen, aber hauptsächlich im Vordergrund steht, kann man jetzt ganz klar mitbekommen, eben das Geld. Was würde es heute kosten, eine digitale Datei aus dem Internet runterzuladen, wenn es kein geistiges Eigentum, also in diesem Fall kein Urheberrecht gäbe? Das sind einfach die Kopierkosten, höher, mehr ist es nicht. Führt aber jetzt, wenn man sich genau überlegt, natürlich auch bei geistigen Leistungen zu einem ökonomisch einem sehr geringen Wert. Das heißt, geistige Leistungen an sich, wenn die einmal veröffentlicht sind, die sind ökonomisch gesehen wertlos. Man kann keinen Wert schaffen durch Rechtsregeln. Rechtsregeln, sonst hätten wir ja irgendwie so eine Art den Traum der Alchemisten, aus nichts Geld oder Gold zu machen. Das funktioniert nicht. Also nur durch Gesetze schafft man keinen Wert. Das funktioniert auch nicht. Das heißt, diese Leistungen, die bleiben an sich wertlos. Ich weiß nur, also ich hab einen Vorschlag gemacht, der im Wesentlichen halt darauf abzielt, diese Machtverhältnisse zu ändern, indem ich sage, dass man das Urheberrecht eben nicht nur als übertragbares Monopol gestaltet, sondern dass einfach das Monopol erstmal einfach nur beim Urheber lässt, der für eine gewisse, ganz kurze Zeitspanne einem Einzelverleger ein Recht einräumen kann. Aber danach geht es sehr schnell wieder allein an den Urheber zurück, sodass wir diese Monopolsituation auf der Verlegerebene nicht haben. Den Beklagten Tim Lammecker wird vorgeworfen, wiederholt Choreografien international bekannter Popstars plagiiert zu haben, um sie an seiner Tanzschule gegen Bezahlung zu lehren, obwohl er nicht dazu berechtigt war. Was ich ja grandios an diesem Abend finde, das Urheberrecht nicht als aktivistischer Künstler in die politische Arena zu tragen, sondern zu sagen, was passiert, wenn ich das Urheberrecht zum künstlerischen Gegenstand mache. Herr Gaben? Sie haben auf Schadensersatz geklappt? Yes. Und dann war es ja vor Gericht einfach, also die Schwierigkeiten des Rechts, eine körperliche Bewegung zu fassen, Parameter zu finden, die rechtlich belastbar sind. What is personal about this? What is intellectual about this? Was ist denn überhaupt geschützt und was ist denn überhaupt Tanz? Und der zu Recht hier genannte Kommentar von Schröcker Löwenhahn sagt eben, das ist einmal die Schrittfolge, aber es ist natürlich auch die Mimik und es ist natürlich auch die Gestik. Das heißt, die spannende Idee, und das ist ja immer wieder durch diese wunderbaren Bilder dargestellt worden, wann sind Schrittfolgen, wann ist Tanz eine Kunst? Das ist eben dann, wenn es zu einem Ausdruck kommt. Nicht darauf kommt es an, was dargestellt wird, sondern wie es dargeboten wird. Die Ausdrucksmittel, hier der Tanz und die einzelne tänzerische Gebärde oder Bewegung, die Maske, die Kostümierung und das sonstige Beiwerk unterliegen nicht dem Urheberrechtsschutz. Für mich war die Situation vor Gericht eher also ein Hinweis dafür, sozusagen, dass das ja im Herzen des Urheberrechts offenbar irgendwas in dem Konzept ist, dieses geistige Eigentum, das anhand der Körperlichkeit in einer bestimmten Form dort in seiner Paradoxie deutlich wurde. Und es handelte sich ja hier eigentlich gar nicht um Plagiat. Es handelte sich darum, dass er gesagt hat, ja, ich mache das, kopiere den, mache mein eigenes Zeug dazu und lerne das. Der hat nicht getan, als wäre er der Originalchoreograf. Man hatte eine Hemmschwelle zu sagen, das ist jetzt wie ein MP3-File. Das ist es eben nicht. Dass der aktive Vorgang des Kopierens wird eben da so unmittelbar erfahrbar. Wenn ich jemand anderen verbiete, bestimmte Bewegungen zu machen, was das doch für ein Eingriff in die Persönlichkeit ist, stoppe ich die Bewegung, dann stoppe ich die Person in Gänze. Out of control, baby, you know. If I was a man, baby, you. All right, so from your head to your toe. You really want to flare those toes out, head to your toe.
out of control. Please be out of control. Und jetzt bezogen auf den Tanz ist es ja so, dass man tatsächlich sagen kann, die einzelnen kleinsten Elemente, also eben der einzelne Schritt, die einzelne Bewegung, ob ich die jetzt langsam mache oder ob ich sie schnell mache, die ist sicherlich als solche nicht geschützt. So wie der einzelne Ton auch nicht geschützt ist, so wie das einzelne Wort, der einzelne Buchstabe, die einzelne Farbe etc. nicht geschützt ist, nicht geschützt sein kann. Das haben Sie, Ihre Tänzer haben das wunderbar dargestellt, dass eben das alles nicht geschützt sein kann. Wir können nicht sagen, hier 5 Euro, 3 Euro, 2 Euro und so weiter. No. It's a cop. That shirt pull, that hairbrush, that arm swing in that way is Rosa's. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, dann stellt sich die Frage, ob man nicht möglicherweise auch zitieren kann. Wir haben ja im Rahmen der urheberrechtlichen Schranken die Möglichkeit, ganz viele Dinge zu nutzen. Also es wurde vorhin angesprochen, Bildung und so weiter. Ja, oder im Zitat, ja, die Wissenschaft darf zitieren, aber auch im Tanz müsste man meiner Ansicht nach zitieren dürfen. Ja? Es gibt die Kollegen, die sehr viele Abmahnungen schreiben, und es gibt Kollegen, die ordentlich arbeiten. Wofür brauchen wir überhaupt das Urheberrecht? Es gibt ja auch eine Welt, oder die Welt ist ja auch möglich, ohne Urheberrecht. Ich glaube, das muss ich auch einfach mal an dieser Stelle sagen, das ist auch für mich eine Möglichkeit. Die Frage ist nur, was habe ich dann eben nicht? Man kann sagen, wir haben eine gerechte Welt, weil dann jeder vom anderen etwas übernehmen kann, aber es ist immer auch seine eigene Leistung ankommt, es darzustellen. Das heißt, den Schutz brauche ich nicht, weil ich immer in der Lage bin, ein eigenes Werk zu erschaffen. Der Nachteil ist natürlich die Eigentumsordnung. Jemand, der kreativ arbeitet, muss von irgendwas leben. Und wenn wir sagen, wir haben hier nicht eine Form der staatlichen Zuführung von Geld, dann muss es anderweitig kreiert werden. Aber dann sind wir genau in dem Dilemma, was mit diesen wunderbaren Bildern auch damit gezeigt worden ist. Ich finde aber diese ganzen Flatrate-Modelle, also seien es 10%, seien es Lehrmedienabgaben, sei es was weiß ich was, einen völlig falschen Ansatz, aus einem eigentlich völlig anderen Grund, weil sowas ein Ablasshandel wird. Abgesehen davon finde ich es noch ein Problem, wenn wir in Deutschland eine Kulturflatrate haben, sind dann amerikanische Filme da auch mit drin? Sind die französischen Chansons da mit drin? Sind die Bilder von den Philippinen da mit drin? Das heißt, muss dann nicht die ganze Welt von dieser Flatrate letzten Endes auch mitbezahlt werden? Deswegen glaube ich, diesen Kulturkampf schnellstens beenden, zusehen, dass man das Porzellan, das auf der einen Seite zwischen Kreativen und auf der anderen Seite zwischen den Menschen, die Inhalte haben wollen, beendet, dass man da Wege schafft, einen Ausgleich herzustellen. Und im Zweifelsfall muss man einfach die Verwerter, sei es Verlage und Industrie, schlicht und einfach daraus kommentieren, abwickeln.